Kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade live bin. Ich schau mal nach. Bin ich live? Bin ich nicht live? Aktuelle Übertragung. Ich schau mal ganz kurz. Play. Erneut laden. Mal schauen. Mal gucken. Ja, ich bin live. Hört man mich auch? Mal schauen. Test, test, test. Test, test, test. Gut, man hört mich. Gut, ja. Interessant, dass Twitch im Hintergrund abgestürzt ist. Jetzt habe ich eine goldene Kugel erhalten, sprich ein extra Leben. Wie gesagt, dass Twitch abgestürzt ist, war nicht geplant. Ja, gut. Boah, ich weiß gar nicht, gab es hier Geheimmissionen? Bin ich gerade überfragt. Gab es Geheimmissionen? Gab es nicht? Muss ich gerade ganz ehrlich nochmal nachschauen. Gab es Geheimmissionen in Devil May Cry? Ich glaube ja. Devil May Cry 5 Secret Mission. Genau. Da gab es Geheimmissionen. Gab es denn? Wie sahen die denn nochmal aus? Secret Mission 1 ist in. Genau. Ja, genau, die hatten ja, die sahen ganz anders aus. Deswegen war ich gerade verwirrt. Früher in alten Devil May Cry Teilen, also auf jeden Fall 1 bis 3, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei 4 war, hatten die sowas Blaues, so ein blaues Portal oder so. Deswegen war ich gerade so ein bisschen, Moment, ist das hier nicht eine Geheimmission? Aber ist es nicht. Die ist, sehen hier ganz anders aus. Da kommen wir gleich noch zu. Die kann man eigentlich nicht verpassen, weil die quasi vorgestellt wird. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich werde gerade angerufen. Ich muss mich mal auf stumm machen.
So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade einen Anruf von einer Freundin, die ein bisschen Hilfe brauchte wegen Hunde. Aber das Thema muss man jetzt nicht breitreten. Von daher geht's hier weiter mit Nero und Devil May Cry 5. So, laden wir doch mal direkt wieder unsere Klammer auf. Den Arm. Ach, welcher war das denn nochmal? Ah ja, der Schock. Genau, nehmen wir den mit. Da links gehen wir nicht lang. Punkte. Mega, was da brauchen wir nicht. So, hier gab es irgendwo was zu holen. Weiß ich noch, genau. Das nehmen wir mit. Und ich, soweit ich weiß, gab es hier nicht irgendwo noch irgendwas? Da sind wir da schon dran vorbei. Ich gucke noch mal ganz kurz. Grüner Orb, ja. Zählt, glaube ich, dann zum Roten, wenn man schon voll ist. War hier irgendwas? Nee, Moment. Nee, war nicht. Hier war gar nichts. Dann, boah, die Kamera. Da lang. So, da oben waren wir schon. So. Wie gesagt, hier haben wir alles. Hier gibt es auch nichts mehr zu sehen und da gibt es, glaube ich, auch nichts mehr. Nee. Den Double Breaker wollen wir nicht. Und hier dürfte eigentlich auch nichts sein. Ja, dann. Hellcanoes. Jo. Oh. Man muss einen Provoke, also einen Taunt, auch immer voll machen, damit der angerechnet wird. Sonst zählt das nicht zu den Style-Punkten. Leider wurde ich getroffen, das heißt auch wieder kein No-Hit-Run. Wenn man nämlich nicht getroffen wird, wird die Punktzahl am Ende verdoppelt. Aber schade. Egal. Vielleicht reicht es ja trotzdem für den S-Rang. Ja. Das Problem ist, wenn man die Waffe auflädt, muss man einmal irgendwas machen. Also einmal schießen quasi, wenn man die Taste loslässt. Ist ein bisschen doof, aber das ist in brenzligen Situationen, wenn man die Waffe schnell aufgeladen haben muss und dann immer noch, sage ich mal, schnell handeln muss, ist das schon so wie jetzt.
glaube, da oben war was. Auf dieser Figur. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da hat man Orbs bekommen. Aber egal. Links geht's, glaube ich, nicht weiter. Da kann man nur einen Devil Breaker aufnehmen. Und hier halt grüne Orbs sammeln. Ach ja, genau. Gebarrow war auch das. Richtig. So. Looks like I'm gonna make it there before you do, V. Da unten würde man jetzt wie kämpfen sehen. Da hinten. Und das ist dieser Co-op-Feature, sage ich mal, dass da random halt Leute angezeigt werden. Das können halt auch andere Spieler sein. In dem Augenblick nicht. Da steht ja so DMC-Crew. Von daher. Nehmen wir mal mit. Interessant. So. Da müssen wir diese Larve einsetzen. Habe ich ja gerade schon ausgerüstet. So, ich glaube, war egal, wo ich hochgehe. Und ah ja, da war was. Man konnte schauen, wo man lang muss. Da lang. Also gehen wir erstmal hier lang. Weil wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Schauen, was hier so ist. Megabuster brauchen wir nicht. Die Bearer. Naja, gehen wir hier weiter. Ah ja, hier ist, glaube ich. Ne, hier ist noch nichts. Doch, das da. Ah ja. Egal was, es kommen Gegner. Oh, enger Raum. Nee. Das muss besser werden. So. So. Hier ist wieder so eine Larve. Habe ich die bekommen? Nee, wollte gerade sagen. Mir fehlt die doch noch. Diese Larve fehlt mir noch. Ist das dasselbe? Moment. Ja, ist also derselbe Raum, richtig, genau. Nehmen wir mal mit.
So. Immer schön alle Orbs mitnehmen, die man so kriegen kann. Da geht's nicht weiter, würde ich sagen. Ich würde behaupten, dieser Fernseher ist kaputt. Von da bin ich gekommen. Wo war das? Ich glaube, ich muss hier irgendwo rechts rein, ne? Ich kann vorbeigehen. Da, das sind Secret Missions. Man muss die Teile quasi zusammensetzen. Wird auch da gerade erklärt, wandelt. Steht ja alles da. Diese Wände und Decken, die tragen, oder insgesamt Sachen tragen halt diese Symbole, dieses Kreis. Und die muss man quasi mit dem Blickwinkel zusammensetzen, dass das dann so leuchtet. Und dann kann man halt diese Secret Mission betreten. Und jede Mission hat halt eine eigene Bedingung, die man erfüllen muss, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Das heißt, man muss sich an den Punkt stellen, der halt erst auftaucht, wenn man in der Nähe ist. Also sieht man ja, jetzt ist erschienen und da muss man die Kamera so ausrichten, dass es passt. Und dann kann man rein. Eliminiere alle Dämonen. Joa, machen wir doch mal. Klingt doch einfach. Ah, Zeitlimit, okay. So, Savage. Sehr schön. S-Run. Das zählt nur leider nicht so in Stilpunkten, glaube ich. Leider. Ich habe mir irgendwo mal Notizen gemacht, wo wirklich die Stilpunkte am Ende des der Stage quasi gespeichert werden. Ich glaube, es war immer der letzte Kampf, was da wirklich entscheidend ist, aber die Stilpunkte verhalten sich halt auch so, dass die innerhalb des Levels, wenn man da halt schon, sag ich mal, nicht so gut ist, dass man dann gar nicht mehr auf so eine hohe Punktzahl kommt. Das ist halt so ein bisschen das Problem. So, irgendwie, oder kann sagen, das habe ich verpasst. Und soweit ich weiß, geht es dann auch jetzt hier weiter, und zwar da. So. Das heißt also, man erreicht halt nicht mehr so hohe Stilpunkte. Sprich, ja, man muss quasi bis zum Ende des Levels halt ziemlich gut bleiben, um halt am Ende auch eine gute Punktzahl zu erreichen.
Und das ist auch übrigens das Level der Demo. Also ich habe auch damals schon die Demo gespielt auf der Gamescom und natürlich dann auch später auf der PlayStation 4. Auf der Gamescom habe ich auch das T-Shirt her, was ich eben im ersten Stream gezeigt habe. Also der Stream wurde ja kurz unterbrochen. Und ja, das habe ich 2018, glaube ich, bekommen, das T-Shirt. Das Devil May Cry 5 Shirt. Und zwar habe ich jemanden auf der Messe damit rumlaufen sehen und habe dann halt gefragt, wo der das her hat. Oder die, ich glaube, es war eine Frau. Und ist ja auch eigentlich relativ egal. Und ja, ich würde mir die Gegner eigentlich mitnehmen, weil ich weiß, dass ich das brauche, um einen hohen Rang zu kriegen. Weil nämlich hier nochmal welche kommen. Genau. Ja, das T-Shirt habe ich bekommen 2018 auf der Gamescom, weil ich ja jemanden gesehen habe, der mal rumgelaufen ist, gefragt habe, wo die Person das her hat. Und tatsächlich gab es das Shirt am Microsoft-Stand, weil die mit Devil May Cry 5 geworben haben, weil Capcom war, glaube ich, entweder gar nicht da oder zumindest nicht mit Devil May Cry 5, sondern wurde nur bei Microsoft präsentiert. Und man konnte es auch da nur anspielen, also die Demo dann auch nur auf der Xbox, Xbox One. Und ja, ups. Diese Gegner sind ein bisschen stärker. Besonders jetzt. Hier nämlich dann in den Devil Mode. Ach, die Attacke habe ich noch nicht. So. Weil, wie man sieht, kann man ja nicht unterbrechen. Und auch nicht greifen. Was ein bisschen hart ist. Das passiert jetzt mal, wenn die wegschleudert. Deswegen jetzt auch mein schlechter Rang. Und ja, habe ich dann einfach mal so charmant dreist, wie ich bin, habe ich dann mal am Microsoft-Stand gefragt, nach dem Shirt. Und ja, es wurde da halt eigentlich nur zu bestimmten Zeiten irgendwie rumgeschmissen. Und ja, die Zeit habe ich wohl irgendwie mal verpasst, habe es aber halt erst am vorletzten Tag oder so gesehen. Und naja, habe ich einfach gefragt. Und tatsächlich hat dann ein Amerikaner sogar, weil der hat nur Englisch gesprochen, hat mir dann tatsächlich ein T-Shirt besorgt. Sehr cool. Man muss nur nicht fragen, nicht irgendwie lügen oder so, sondern einfach nett fragen, das bringt einen am meisten weiter auf so Messen. Ist schon sehr cool. Hab halt gesagt, dass ich ein riesen Fan der Serie bin, weil ich auch bin. Und hab das T-Shirt dann bekommen. Finde ich echt eine coole Sache gewesen. Ja. Telefonzellen. Die kommen immer wieder mal hier in Devil May Cry 5 vor. Naja, man sollte schon ans Telefon gehen, was klingelt. Kann ja nur für einen sein. Schauen wir mal, ob das auch wirklich für Nero ist. Das heißt, man kann jetzt shoppen gehen. Ich schaue erstmal, wie viele rote Kugeln ich habe. 56.000. Ja, könnte ich tatsächlich noch ein, zwei Skills holen.
Fähigkeiten-Tempo. Das hier hole ich mir. Dann kann ich die Gegner weiter greifen. Ja, das ist zu teuer. Schau mal, das ist eine erhöhte Reichweite. Red Queen. Das ist egal. Das ist auch egal. Shuffle, die will ich noch haben. Und die will ich noch haben. Auch wenn die jetzt teuer war, die ist es auf jeden Fall wert. Die, ja. Die ist krass, aber die ist auch krass teuer. Von daher, das Geld will ich mir erstmal sparen. Jo. So. Ist meine Pistole aufgeladen? Nö. Jetzt schon. Und dann kann man einfach mal kurz Kreis drücken. Zum Schlagen mit dem Devil Breaker. Und dann schießt man nämlich nicht mehr im Viereck los. Das ist so als kleiner Tipp. Der ist natürlich mit einem Custom Gamepad, beziehungsweise mit einem Gamepad, was Paddles hat, leichter, aber jo. Was man nicht hat, hat man nicht. Somebody call a doctor? Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? Not this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have to feed this vessel to move the underworld and stay here. Cane? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the world than anything else. Yeah, no offense. Do you know who I am? I just show you the wrath of the one here. Auf jeden Fall lecker aus. Ich glaube, diese Kugeln konnte man zurückschleudern, genau wie bei Eurisen eben, diese Kugeln. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und man verliert da schnell Energie auf dem Schwierigkeitsgrad. Oh, okay, direkt getroffen. Hätte ich nicht erwartet. Hier wäre jetzt dieser eine Move, den ich eben gesagt habe, der so krass ist in der Luft. Mal lieber nach draußen. Das sieht irgendwie ein bisschen brutal aus, was er da macht.
Genau, man konnte, glaube ich, ihn irgendwie auffangen oder so und. Sweet Surrender. Ups. Ja, da kann man ihn auch reinschleudern in dieses Haus. Nur haben wir es jetzt leider nicht geschafft, weil er die Attacke noch nicht genutzt hat. Und irgendwie war die Kamera gerade so doof. So. Erstmal geheilt. Mir fehlen echt ein paar Moves. Kein guter Rang, maximal A. I curse my stars in bitter grief and woe. That made my love so high and me so low. Tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, think Dante's still in there? If Fury's in defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. What? Glyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clyphod roots. V? What the hell are you? I know, wait, shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Ooh-wee. I'm gonna make something amazing out of this. D,
Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Oh, doch, S-Rang. Sehr gut. Stimmt, ich glaube, auf einfach war S-Rang 4500 oder so. Oder 4000? Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall S-Rang und gibt halt ordentlich rote Kugeln. Ja. Lohnt sich. Spielt man jetzt? Ich glaube, man spielt nochmal Nero und dann kommt V oder was? Erst V und dann Nero? Ach, keine Ahnung. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Well, your quality control sucks ass, you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly kidding. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions? My grandmother was called a 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art, whether it's a gun or a steel pot to cook herbs in. Any more questions? Little cheeky. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clyphar. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah. Nico ist schon ein cooler Charakter. Stimmt, man spielt noch mit Nero. Ich glaube aber danach ist V dran. Schau mal kurz auf meine roten Kugeln, also wenn mein Bild kurz weg ist, nicht wundern. 38.000. Ja, okay, lass nochmal anpassen. Es ist blinkt was, beziehungsweise ist dein I erschienen. Wahrscheinlich Info, neue Waffe. Ja, neuer Arm. Schauen wir doch gleich mal an. Punchline. Ja, sehr cooler Arm. Zwei neue Arme. Ja. Helter Skelter. Helter Skelter war auch ziemlich cool. Punchline ist, kann man ja mal kurz drauf gehen. Dieser, genau, man kann halt sehr stark zuschlagen. Beim Aufladen ist das auch extrem, extrem krass. Und man kann halt den quasi losschießen, wie so eine Rakete. Und dann kann man sich auf diesen Arm draufstellen und kann auf den rumfliegen, wie in, ich glaube, in Devil May Cry 3 hat Dante das gemacht, als Lady eine Rakete abgefeuert hat auf ihn. Schon sehr, sehr, sehr cool. Und Helter Skelter ist einer, damit kann man halt wirklich auch Schilde durchbrechen. Mit dem Arm, das ist schon sehr cool. Schilde, manche Gegner haben halt Schilde, von daher. Ja, aber passen wir das hier mal an. Wir wollen ja nicht nur einen dabei haben, sondern wir wollen auch ein bisschen. Besonders gefällt mir Gerbera. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall Gerbera als ersten mit. Ich glaube, der hier ist einfach. Ja. Und den dritten Slot lassen wir mal frei, damit wir auch noch einen aufsammeln können. Aber ansonsten brauchen wir nichts kaufen oder so. Wir haben schon genug für Nero. Von daher gehen wir da jetzt einfach mal weiter. Missionsstart. Jo. Ich muss mir an diese kurzen Ladezeiten gewöhnen, beziehungsweise an die nicht vorhandenen. Das ist schon krass.
Früher habe ich immer mal aufs Handy gucken können, so für ein paar Sekunden, was gerade so auf WhatsApp oder so abgeht. Und jetzt habe ich WhatsApp noch nicht mal aufgerufen und Screen ist geladen. Das ist schon mega geil. So much for teamwork. Ja, Wirebound. Stellst du dich auf eine Plattform mit roten Flammen, wenn keine Gegner in der Nähe sind, werden die Flammen blau und lassen Grim Rips in der Luft erscheinen. An diesen kann man sich langziehen mit Nero's Arm. Na, kann man dann halt diesen Wire Snatch quasi dafür einsetzen. Das ist schon sehr cool. Das ist auch halt manchmal die Fortbewegungsart. Manchmal gibt es auch optionale Wege damit. Ich muss mal kurz pausieren. So viel zu quasseln macht Hals trocken. So, da bin ich wieder. Ja, wie man hier sieht, stellt man sich drauf, R1 halt zum Anvisieren und dann Kreis vom Devilbreaker zu nutzen. Und dann kann man sich Rappen ziehen. Ah, ich hätte vorher noch mich aufladen sollen. Genau deswegen, Pyrobats. Die sind böse, die explodieren, nachdem man sie gekillt hat. Muss definitiv noch besser werden. So. Verzeiht mir, wenn ich zwischendurch auf mein Handy schaue, um nachzuschauen, wo die Secret Missions sind. Secret Mission of Flying Hunter. Wo war das dann nochmal? Ja, ja. Weil ich möchte gerne alle Geheimmissionen direkt auf dem Human-Schwierigkeitsgrad machen, weil da sind die halt auch am einfachsten und da bringen sie halt auch noch am meisten, wenn ich die dann habe, bevor wir auf Teufelsjäger oder später sogar dann auf Sparda oder sowas, also oder Sparda-Zone spielen. I think I'll handle the closer one first. Gotta start somewhere. So. Hier, Punchline. Nehmen wir doch direkt mal mit. Hier war doch irgendwas, oder nicht? Hier gab's doch auch schon irgendwie Orbs, die man mitnehmen konnte. Da ist die Rakete und dann kann man sie mit Kreis zurückrufen. Hier ist Raw Up. Wusste ich doch, hier war irgendwas. Jetzt habe ich schon drei. So, irgendwie. Wie war das? Ich glaube, ich muss einen Kreis gedrückt halten, um drauf zu reiten. Genau, und dann kann ich ja drauf reiten.
Mit Dreieck halt sowas, mit Viereck sowas. Mit X abspringen und dann kann ich wieder Kreis gedrückt halten. Wenn ich dann nochmal Kreis drücke, dann passiert das. Ja. Also kann man auf jeden Fall ein paar coole Sachen mitmachen. Da ist ein grüner Orb. Genau. Dann gehe ich nochmal weiter. Ja, Mann. Savage. Ja, wie ich gesagt habe. Der erste Kampf bestimmt leider schon ziemlich viel vom Level. Wegen den Style-Punkt. Man kommt da nur noch ziemlich schwer hoch, wenn man einmal unten war. So ist das leider auch schon direkt von Anfang an vom Level. Das heißt, wenn man am Anfang keine gute Kombo macht, dann wird es halt immer schwieriger hochzukommen. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, einfach das Level durchzuspielen. Es gab doch irgendwo was, wo man doch einen anderen Weg gehen konnte. Ich frage mich gerade nur noch mal, wo. Das hier war noch, glaube ich, der feste Weg. Ich kann irgendwo runter. War das hier? Ja, jetzt bin ich wieder da. Oh. Irgendwas war da. Komme ich bestimmt später nochmal drauf. So. Da, genau, da will ich hin. Wie kann man da nochmal hin? Wenn ich jetzt hier lang gehe, dann komme ich, glaube ich, nur weiter. Da muss ich hoch, genau. Da war's. So. Was ist das für eine Waffe? Nö, brauch nicht. So. Da kann man nur hoch, wenn man das hier kann. Das heißt, diese Erweiterung, das gehört uns damit jetzt schon geholfen, um irgendwo hochzukommen. So, mal schauen. Wo sind hier die Gegner? Da. In der dritte. Nein! Er ist abgehauen. Schade. Er ist abgehauen. Das heißt, leider
was nicht geschafft, weil ich glaube, man kriegt dann nochmal was freigeschaltet. Ich glaube, ein blauer Orb taucht dann auf oder so. Bin mir nicht mal ganz sicher. Aber, ja. Leider noch zu schwach insgesamt. Der hat leider noch zu wenig coole Skills. Weil auch da ist es so, umso höher der Skill, umso schneller macht man die Dinge auch kaputt. Schade. Schade, schade. Und nochmal neu starten will ich jetzt auch nicht. Das mache ich dann einfach später auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad. Ist auch nicht so schlimm. So, und hier kommt man nämlich... Nach Angriffen des CSR, Grimmage können wir nehmen, die angreifst. Ja, genau. Moment. Genau, ich glaube, hier würde es jetzt weitergehen. Oder? Genau, da wollen wir lang. Aber gerade nicht. Wir wollen jetzt erstmal auch das hier mitnehmen. So. So, ah ja. Hätte man anders hochkommen können. Interessant. Gut. Ach, wir haben einen anderen Weg genommen. Auch nicht so schlimm. Ja, noch mit. Keine Kugel. Wir sind, glaube ich, immer nur einmal da. War nichts mehr? Ne, dann gehen wir da jetzt mal rein hier. So. Ja, die Dinger muss man zerstören, um weiterzukommen.
Das war eigentlich mein Plan, dass ich das Ding abschieße. Aber wir sagen nein. So wie man es halt häufiger kennt. Wollte das Ding eigentlich anvisieren, diesen Kanister und abschießen. Aber gut, dann bringt er sich halt selber um. Habe ich auch nichts gegen. Dafür den ganzen Orb einsammeln hier. So, den nehmen wir auch mit. Da kommen wir durch, da ist egal. So. Mal schauen. Irgendwas muss man noch zerstören. Das da, glaube ich. Und dann kommen wir weiter. Oh, auch gut. Eine Secret Mission. Bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber springe einfach mal runter. Ich glaube, von hier aus muss man gucken. Ja, da. Richtig. Das kann der Red Impulse einkommen. Ah ja! Das war das. Da, wo ich eben gesagt habe, schade, da ist einer verschwunden. Das ist quasi jetzt hier das. Yes, geschafft. Zwar nur Double S, aber egal. Also, es gibt noch Triple S. Das heißt dann Smoke and Sex Style, soweit ich weiß. Ja. Egal. Hauptsache, fragt man in einer blauen Kugel. Und ich glaube, die vierte schon. Ja. Das heißt nochmal ein Stück mehr Lebensenergie, Lebenskraft. Jo. Nice. Ich glaube, diese Mission hätte ich sogar auch noch wieder gefunden, ohne vorher zu googeln. Das hatte ich irgendwie im Kopf, dass hier unten was war. Von daher, joa. Manche sind aber wirklich tricky zu finden. Also, aber hier wusste ich noch wirklich, dass da unten was war. Das Ding nutzen wir jetzt erstmal nicht, das zum Abschießen. Wobei, müssen wir das nutzen? Super. Passiert nichts. Gut, war nur eine Abkürzung anscheinend. Wir gehen nach ganz oben. Okay, oder auch nicht. Und jetzt wieder runter. So, ey, wow. So, Moment. Es gibt nämlich noch ein... Genau.
noch ein Fragment an der Baumkugel. Genau. Nehme ich. So. Naja, die Reaper oder wie sie heißen, ich weiß es gar nicht mehr. Quasi Sensenmänner, nur mit einer Schere. Das soll es, okay. Helter Skelter. Na, da muss ich glaube ich weiter, weil von da komme ich durch dieses Loch. Aber das wusste ich noch. Oh, die konnte man auch speziell blocken. Fragt mich aber bitte gerade nicht mehr wie. So. Ja, 3400. Ob das reichen wird für ein S-Rang? Bezweifle nicht. Für ein A-Rang könnte es reichen, aber für ein S-Rang. Mich wundert übrigens, dass mein Punchline eben nicht kaputt gegangen ist, weil eigentlich wurde ich während des Einsatzes getroffen, aber vielleicht war der gerade schon wieder auf dem Weg zurück. Das kann natürlich sein. Punchline. So. So, man sollte auch auf jeden Fall auf alle drauf springen. Ah, da gibt es Props zu holen. Oh. Letzten nicht geschafft. Sehr gut. War ja klar. Frage, kann man auch. Ne. Dann halt nochmal von vorne. Musste mal kurz auf Pause machen.
Nico. Diese Frau hat Auftritte. Wie viele Orbs habe ich? Ich schaue mal kurz. 60.000. Könnte ich mir sogar tatsächlich was holen. Vielleicht hole ich mir das da. Das ist nämlich schon extrem gut. So, jo. So. Gut. Sollte ich mal meine Knarre aufladen? Monologue? Just getting right to the point, huh? This demon. Something different. Allein dafür lohnt sich die Skill jetzt schon. Kurz vor Ende nochmal getroffen worden. Egal. Schade. Aber 4649 sollte reichen von S-Rang. Und man hat da ja auch gesehen, da war irgendeine Person drin. Mal schauen. Ich weiß natürlich schon, wer drin ist, aber ich möchte jetzt nicht spoilern. Huh? Eine nackte Lady. Dante's friend is Lady. You know her? From my gunsmith days. What? Can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. Hauptsache erstmal wieder irgendwas aufsammeln. I'm joking. Hey, loosen up your jock strap. Don't do anything I wouldn't do. Yeah.
Sprecherin kommt mir jetzt so bekannt vor. Ist das vielleicht? Moment. Wir müssen erst mal rein. Oh ja. Sehr gut. Es gibt eine Serie, nennt sich Steven Universe. So, Besetzung. Amethyst. Genau. Ich glaube, die Sprecherin hat auch Amethyst gesprochen. Von Nico, die Sprecherin. Internet? Wird das noch was? Da. Michaela Dietz. Filme und Fernsehsendungen, ja. Jetzt aber die Frage, ob die auch. Voice Actor. Mhm. Faye Kingsley ist das, okay? Also nicht Michaela Dietz, also nicht die, die auch Amethyst gesprochen hat. Mal schauen, bei Faye Kingsley, wenn die noch so alles gesprochen hat. Vielleicht auch in irgendwelchen Serien oder so? Nee. Interessant. Hier wird die geschrieben. So. Kingsley. Voice Actor. Videogames, Trivia, ne, tatsächlich. Die hat noch nicht so viel gesprochen. Wundert mich, also ich dachte, das wäre eine andere Stimme gewesen. Egal, weiter im Text. 12, knapp 13.000 Red Orbs, rote Kugeln verdient, sehr geil. Stylish, du kannst Spieler bewerten, mit denen du online gespielt hast. Gib jedem einen Stylish, der es verdient hat, sammelst du selber. Aha. Ich habe mit Squidnox gespielt. Wann das? Egal, wir sind mal nett und sagen einfach mal, er war stylisch. Oh, schon 10 Uhr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh ja. One can only hope. But for now, we have a more pressing engagement. Ja, jetzt spielen wir mit Wii. Genau. Der stell es mir vor, steuere drei Dämonen im Kampf und leite den Angriff aus der Ferne. Lebenskraft und Kugeln werden übernommen, aber Fertigkeiten müssen speziell für Wii gelernt werden. Jo. Sprich, die blauen Orbs, die wir schon gesammelt haben, die sind auch für ihn verfügbar, sprich, er hat auch so viel Lebenskraft. Violette Kugeln, Devil Trigger plus 1. Für ihn ist Devil Trigger sehr wichtig. Jetzt schon.
weil er der Einzige ist, der es jetzt erst nutzen kann. Das ist später auch Dante, aber den schalten wir später frei. Aber das ist natürlich dann auch für ihn geil. Schauen wir gerade, wie viele Red Ops ich habe. Also mal kurz mein Bild da oben weg. Nicht mehr so viel, 38.000. Oh, Moment, warum? Ich kann keine Fertigkeiten für den lernen. Interessant, doof. Ja, belassen wir es erstmal dabei. Wahrscheinlich, um die Spieler nicht direkt zu überfordern, die den noch nie gespielt haben. Der ist nämlich ein bisschen anders von seinem Spielstil her. Und ja, ich mag seinen Spielstil auch nicht so wirklich. Aber ja. He who desires but act not breeds pestilence. So it is written. Okay, Shakespeare, just remember this. You and I need to exist, so get rid of those demons quick. Cause killing them in my stick. I got your back. Cause dying is wild. Genau, die Besonderheit an V ist, er selber, also seine Dämonen, Shadow und, oh, ich glaube Griffin heißt der, bin ich mir nicht mal ganz sicher, die können nicht die Gegner töten. Das muss V machen, mit seinem Stock da. So, Dreieck ist mit Shadow angreifen, Viereck ist mit dem Vogel angreifen. So. Und dann kann man. Shadow kann sterbende Gegner nicht einen Glanzschuss geben. Das muss V selber tun. Stellen wir uns nochmal hin und drücken Kreis. Und dann passiert sowas. Problem ist nur, man kann dabei auch getroffen werden. Irgendwie kann der doch auch was vorlesen. Aus seinem Buch. Ich weiß gar nicht mehr wie. L1? Nee. Ich kann mich auch nicht zum Gegner teleportieren. Das kann ich später auch. Wie war das nochmal alles? Genau, Griffin ist mit Viereck. Horizontal und dann, ja, man kann ausweichen, so ein kleines Teleportieren. Bam. So. Oh ja, 2340 Punkte. Oh yes. Double Trigger war L1, L2 ist nix. Kann noch nicht aus dem Buch lesen, okay. Später. Das hier ist Taunton, ne? Ja, okay. Schade. Schauen wir mal. Tutorial-Fertigkeitenliste, da haben wir doch. Sehen wir mal, was er überhaupt schon kann. Checkmate. Gambit. Ein Teleporter wirft ein Stück auf ein Ziel. Naja. Das heißt, wir haben es einfach noch nicht freigeschaltet, weil, joa. Im Moment, in dem du einen Gegner mit Checkmate erlegst, drücke Kreis, genau, dann zum nächsten Ziel. Sprich, das hat er einfach alles noch nicht freigeschaltet. Ja, dann warten wir mal das Tutorial hier in aller Ruhe ab. Hazard Fakey, mit dem spielen wir zusammen, okay. Alles klar, da drüben. In weiß sogar. Gar nicht so schlecht.
geben also auch ein Stylish. War hier unten nicht sogar irgendwas? Da. Mal ganz kurz gucken, wo hier die Secret Mission war. Ach, ich habe das Suchergebnis ja jetzt verloren, weil ich nach Synchronsprecher gesucht habe. Da, Secret Mission. Da. Schauen wir doch mal. Secret Mission 1 und 2 haben wir. Secret Mission 3. Okay. Pyrobats. Schön. So, je nachdem, in welche Richtung ich drücke und Viereck drücke, macht er halt, ne, Kombos. Ah, Moment. Fertigkeiten. Wie heißt denn jetzt der Vogel? Griffin, habe ich ja gesagt. So, zack. 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 Da kann man jetzt direkt mehr auf einmal wegnehmen. Was ziemlich praktisch ist. Nur 1000 sieht man auch was. Das ist nicht gut. Egal. Ja komm, lass mich darüber. So, wie war das hier? So, jetzt wird's interessant. Habe ich das hier? Jetzt. Puh, das war knapp. Und bringt aber viele rote Orbs. Ich komme mal gerade ganz kurz. Oh ja, 46.000. Ne, hier muss ich runter. Ich glaube, jetzt wird auch Devil Trigger erklärt, soweit ich weiß. Yep. Boom. Weiße Kugel eingesammelt, okay. Jetzt aber den erstmal. Der hat sich regeneriert, aber den killen wir jetzt auch. Leider nicht auf Triple S beendet, aber trotzdem. Was so ein Einschlag von Nightmare bewirkt, das ist schon hart. Aber wie konnte man jetzt nochmal das Buch lesen? Irgendwie ging das doch. L2? War das L2? Und konnte irgendwie das Buch lesen. Nein, L1 nicht. Wieder weg. Will ich wieder weg haben? R1, R2, R2. Weil, wenn er das Buch liest,
während man im Kampf ist, dann regeneriert sich die Devil Trigger Leiste die ganze Zeit. Das heißt, man sollte eigentlich gucken, dass man immer das Buch liest. Oh, ein goldener Orb. Goldene Kugel, nehmen wir mal mit. Bewegungsunfähig, okay. Deine Dämonenhelfer hören auf, sich zu bewegen, wenn sie zu viel Schaden erleiden. Halte darum ein Auge auf ihre Lebenskraftanzeige oben links im Bildschirm. Das sind diese zwei grünen Balken, die man gesehen hat. Die Dämonen erholen sich mit der Zeit automatisch vom bewegungsunfähigen Zustand. Du kannst die Erholungszeit verkürzen, indem du wie in ihrer Nähe bewegst. Ja, genau. Und dann sieht man diese Kugeln auf dem Boden, quasi die Seelen von denen. Kann man halt dahin gehen, dann regenerieren die sich, beziehungsweise auch wenn die Schaden erlitten haben und noch nicht bewegungsunfähig sind. Wenn sie mal in der Nähe sind, dann regenerieren die sich schneller. So. Wir spielen jetzt quasi wie, wo Nero noch auf dem Weg zum letzten Boss war. Beziehungsweise sogar zum ersten Boss, den wir eben hatten, in Goliath. Oder? Oder ist das schon der nächste? Egal. Noch eine goldene Kugel. Oh, ich möchte mit ihm auch schneller laufen, freischalten. So, wo war jetzt nochmal die Secret Mission? Die Wahl war, glaube ich, hier in der Nähe. Ach ja, genau. Da war das. Oh! Sind direkt unter mir. Sehr gut. Da ist, lese ich das Buch. Bräuchte ich jetzt eigentlich nicht, aber. Oh! Grüner Orb da. Hier ist ein lila Fragment. Selbe wie bei dem blauen. Vier Stück davon. Und man kriegt einen Boost auf die Leiste. An dem Fall natürlich der Devil Trigger Leiste. Und. Ja. So. Hier war was. Nutze einen Abschnitt der Devil Trigger Anzeige, um Shadow und Griffin für eine Zeit mit höherer Angriffskraft automatisch Gegner angreifen zu lassen. Wiederholst du den Befehl, wird die Zeit verlängert und noch einen Abschnitt verbraucht. Jo. Entschuldigung.
Aber nehmen wir erstmal das hier. Weil. Mein Controller leuchtet lila. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Gerade nicht, glaube ich. Aber ist mir gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich leuchtet er bei Nero dann blau und bei Dante dann rot oder orange. Ich versuche das mal ins Bild zu halten. Ich bin da nicht so der Pro drin. Man sieht es leider nicht so. Schade, doch da. Da sieht man es. Moment. Ich gehe mal noch ein Stück. Stücken näher ran. Da ist es lila. Sehr cool. Hat was. Ist mir gerade aufgefallen. Mal. Musste ich direkt mal zeigen. Da oben ist eine blaue Kugel. An die müssen wir auch irgendwie rankommen. So. Das ist schon mal sehr gut. Die nehmen wir mit. Human blood is the source of his strength. I must cut off this. Oh, wie ich diesen Satz gehasst habe, weil ich dieses Level auf, ich weiß nicht, was für ein Schwierigkeitsgrad, ich glaube Dante Must Die so oft gespielt habe, weil ich einfach hier den S-Rang nicht geschafft habe, wegen Dante Must Die. So, wo genau war denn jetzt die Secret Mission? Die war doch... inside but stay on the ground from head to head. Okay, wie war das nochmal? Da lang? Okay. Ich hab jetzt alles geholt, glaube ich. Genau, das Ding brauche ich. Und habe ich aber nicht da lang, sondern ich muss einen anderen Weg gehen. Ich muss wieder zurück. So, hier lang. Da. You first.
So. 3700. Ja, für Wii gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich bin kein Wii-Freund. Und da oben ist was. Und hier ist das. Man muss, glaube ich, von da oben runter gucken. Und dazu braucht man das Hatchling, was ich eben geholt habe. Dieses Teil da. Man muss diesen Weg gehen. Weil man ansonsten da nicht hinkommt. So, Moment. Das Ding. Klick. Kaputt. Ah. Hm, okay. Her damit. So. So. Wie habe ich jetzt das? Jetzt brauche ich noch einen. Ich weiß nur gar nicht, wo ich den herkriege. Sehen wir dann. Wie war das nochmal? Ah ja. Stimmt, ich habe ja zwei gesammelt. Ich habe ja keinen verbraucht bisher. So. Und rein da. So, ist hier irgendwas? Nee, dann gehen wir da jetzt irgendwie hoch. Genau, und da haben wir schon. Ich sehe schon den roten Strahl. Ey. Geht doch. Und dann müssen wir nämlich in dem richtigen Winkel runterschauen. Da. Sammle alle roten Kugeln. Oh, okay. Mal schauen. In einem Zeitlimit natürlich. Mal gucken. Dann noch sieht das. Oh. Noch sieht das nicht so schwer aus. Mal schauen. Und. Boah, ich habe noch nicht den Boost. Für Wii. Den Geschwindigkeitsboost. Den hätte ich aber gerne. So. Okay, interessant. Ja, natürlich neu starten. Will haben. Ah, oh, das ist schön. Früher waren hier immer Ladescreens. So, gehen wir direkt schon mal einen anderen Weg. Bisschen optimierter. Ja, nein! Letzte nicht geschafft. Vielleicht muss ich auch da anfangen. Ist ja direkt rechts. Vielleicht ist das besser. Das war's. Jetzt kann ich die hier alle einsammeln. Oh, 11 Sekunden. Yep, geschafft. Sehr geil. Wieder ein Fragment einer blauen Kugel. Nehmen wir doch gerne mit. Nochmal Lebenskraft plus 1. Sehr schön. So.
Ich lasse euch mal ganz kurz allein, denn ich muss mal ganz dringend das Wasser wegbringen, was ich brauche, um zu reden. Sprich, 2 Minuten bin ich wieder da.
So, da bin ich wieder. Falls ich bis zum Ende dieser Mission keinen Zuschauer dazu kriege, irgendwie schaut immer einer zu, aber ich glaube, das ist irgendwie normal, werde ich Moment, erstmal sortieren hier. Werde ich aufhören zu streamen heute und mit meiner Frau einen Film gucken. Wie gesagt, falls Ende der Mission keiner dazukommt, werde ich mit meiner Frau dann eher einen Film gucken, weil dann müssen wir gleich eh mit dem Hund raus und so. Das ist dann auch ein guter Cut. Da ist eine Telefonzelle. Ob das auch mit Lee klappt, was mit Nero klappt? Erstmal noch die roten Orbs mitnehmen. Und dann. Gerne. Come meet me. I'm at. Yeah. Keep your panties on. I see you. Be right there. Die ist einfach nur krank. Nehmen. Definitiv. So, das klingt schon geil. Ja, das ist auch sehr geil, aber nein. Blockade, Ladeblockade auf dem 3 Blitz rein gleichzeitig herbeizurufen. Ja. Round Robin 2. Nach hinten. Was ist das nochmal? Ja. Double Check von hinten nach vorn. Ja, die ist gut. Wie viel habe ich noch?
Ja, noch genug. 54.000. Dann nehme ich die auch noch. Griffin Wim. Also verkürzt. Ja, Griffin Wim, ja, brauche ich alles auch vielleicht nicht. Es sind mehr Kombos und mehr los und greift dabei mit. Ja, ja, ja. Mehr Skills besser. Hedgehog. Ja. Auch lernen. Guillotine. Hinten. In der Luft. Nach vorn oder nach hinten. Ja, genau. Das nehme ich auch mal. Skewer. Shadow Wim. Nee. Nightmare. Nightmare Combo. Während Promotion. Am Boden. Ja gut, aber dafür brauche ich erstmal Promotion. Ich muss aufsteigen. 20.000 kostet das, ne, danke. Wird auch dann ein bisschen zu teuer. Hm. 20.000 Trigger hat ist geil. Triggerhard hole ich mir noch. Jetzt habe ich nur noch 18.000, aber passt schon. Ja. Not in this lifetime. As the air to a bird, or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible. So, dann sparen wir mal. Oh, nicht drauf geachtet. Den holen wir uns. Gott. Und boom. Wenn Nightmare landet, macht das halt ordentlich Schaden auf alle. Das sieht schon aus wie der nächste Gegner. Right now.
Sie ist ja nicht der Sportlichste. Ah, mal schauen, ob das reicht. Ja, S-Rang. Bisher habe ich, glaube ich, jede Mission mit S-Rang abgeschlossen, außer die allererste, die man eh verlieren muss. Von daher, yo. Dann würde ich auch sagen, lassen wir es für heute hierbei. Ich schaue nochmal ganz kurz aufs Handy, ob ich überhaupt Zuschauer habe. Angeblich einen, aber ich glaube, das bin ich selber. Von daher, ja. Ansonsten könnte dieser Zuschauer ja auch verschreiben, aber tut er ja nicht. Von daher schaue ich mir dann mal mit meiner Frau noch einen Film und wir sehen uns dann die Tage wieder. Entweder morgen schon, ich weiß nicht genau. Morgen kommt noch Besuch. Da kann ich natürlich nicht streamen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wann der Besuch kommt. Von daher, ich werde Devil May Cry auf jeden Fall nicht ohne euch weiterspielen. Ich werde das dann streamen. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Schönen Abend noch. Schönes Wochenende, falls wir uns nicht mal sehen. Und jo. Bis später. Ciao. Ja.